Guten Morgen, ihr heiligen Lichter in Christus. Ja, und willkommen zur Lektion 131 aus Ein Kurs in Wundern mit dem Leitgedanken: Niemand kann scheitern, der die Wahrheit zu erreichen sucht. Ich kann nicht scheitern, wenn ich die Wahrheit zu erreichen suche. Bei allem anderen ist Scheitern vorprogrammiert. Und in der heutigen Lektion geht es darum, dass Jesus uns aufzeigt, dass jeder, der hierher kommt, sucht. Und dass wir eigentlich gar nicht wissen, wonach wir suchen. Das heißt, er macht uns bewusst, wonach wir eigentlich wirklich suchen. Und das Ding ist, dass, weil wir gar nicht wussten, wonach wir suchten wirklich, haben wir uns irgendwelche Ziele gesetzt in der Welt, haben dementsprechend auch die Mittel dazu gewählt, weltliche Mittel natürlich, und mussten damit scheitern, mussten damit unglücklich werden. Das ist wie vorprogrammiert. Mussten Verlust erleiden, Angst, Leiden finden und so weiter und so weiter. Und ja, da gibt es heute einigen Aufschluss darüber, was eigentlich, ja, wirklich diese Frage sich zu stellen oder sich das bewusst zu machen. Was ist eigentlich mein Ziel? Was suche ich wirklich? Und wenn mir dann klar wird, was ist dieses Ziel, was ich eigentlich suche, dann lasse ich mir die Mittel davon aufzeigen, auch von dem Rahmen, von demselben Rahmen, in dem das Ziel liegt. Also, wir beginnen mal hier. Scheitern umgibt dich überall, wenn du nach Zielen strebst, die nicht zu erreichen sind. Ja? Du suchst Beständigkeit im Unbeständigen. Na, ich suche zum Beispiel eine Beziehung, die bis zum Ende meines Lebens hält. Gibt ja solche, ne? Aber wenige heutzutage. Aber und auch innerhalb dieser Beziehung möchte ich ja dann immer und ewig glücklich sein. Und ich suche das, aber es ist unmöglich. Ich kann es dort nicht finden. Ne? Weil das unbeständig ist. Ich kann darin keine Beständigkeit finden. Liebe, wo keine ist. Ne? In der Besonderheit oder in der Trennung. Also nur diesen Menschen und je und alle anderen nicht. Und das muss scheitern. Sicherheit inmitten der Gefahr. Ich suche hier in dieser Welt, die ja ständig mich irgendwo bedroht. Ich suche Sicherheit im Körper. Ja, der Körper, der in jedem Augenblick irgendeine Diagnose hervorbringen kann. Oder hier in der Welt halt alt wird und stirbt und so weiter. Ich suche die Sicherheit durch den Körper im Körper. Kann ich nicht finden. Unsterblichkeit in der Dunkelheit des Traums vom Tod. Oder ich suche die Sicherheit im Geld, in finanziellen Dingen und finde sie dort auch nicht. Dann kommt der Finanzcrash. Dann ist Geld nichts mehr wert. Dann ist die Renten sind auch nichts. Und. Ne? Und. Es sind fünfmal. Ich wurde neulich darauf aufmerksam gemacht, dass ich mal und sage. Ja, genau. Wer könnte Erfolg haben, wenn Widerspruch der Rahmen seiner Suche ist und der Ort, an den er kommt, um Festigkeit zu finden. Was heißt, Widerspruch ist der Rahmen meiner Suche, bedeutet, die Dualität ist der Rahmen meiner Suche. Und das bedeutet, die Welt ist der Rahmen meiner Suche. Ne? Und wie kann ich dort das finden, was ich eigentlich suche? Aber solange ich nicht weiß, was ich eigentlich suche. Okay, wenn man jemanden fragt, dann kann man sagen, was suchst du? Ja, Liebe, Freude, Glück, Frieden, ne, das sind so diese Dinge, ne, die wir suchen eigentlich. Und die suchen wir eigentlich wirklich. Aber das Ding ist, dass wir halt meinen, sie in der Welt, in äußeren Dingen zu finden. Wir müssen, und das ist der Mangel. Ne, solange ich
diesen Mangel ernst nehme, dass mir etwas fehlt, es fehlt, ich bin mir nicht bewusst, dass es mir im Inneren fehlt, dass mir diese innere Verbindung fehlt zu meinem wahren Selbst, was keinen Mangel kennt. Und für mich ist es sehr, sehr praktisch. Ja, immer, weil ich sehr oft mit Mangel Gedanken konfrontiert werde, also in mir meine eigenen Mangelgedanken, das heißt die Versuchung, das Ego kommt und kommt, ja, es kommt immer wieder, ja. Auch gestern hatte ich wieder so zwei ziemlich starke Trigger. Und die Lektionen, die helfen mir so sehr, weil ich habe gesagt, nein, diese Welt will ich nicht sehen. Ich will mich nicht mit dieser Welt des Mangels verbinden. Ich will das nicht. Nein, ich will nicht mich mit der Welt der Angst und der Sorge verbinden. Ich will es einfach nicht mehr. Ich will die Welt, ich will die Wahrheit. Ja, ich will das, was Gott für mich bereithält. Ja, und dann ist es ja eine Wahl. Lasse ich mich darauf ein, auf die Versuchung, oder erkenne ich die Versuchung mittlerweile immer mehr und immer besser? Ja. Und wir können nicht scheitern, wenn wir das Ziel als das unsere erkennen und anerkennen, was wirklich unser Ziel ist. Und das wird uns heute aufgezeigt, was wirklich unser Ziel ist. Na, da kommen wir gleich hin. Bedeutungslose Ziele werden nicht erreicht. Es gibt keine Möglichkeit, sie zu erreichen, denn die Mittel, mit denen du nach ihnen strebst, sind ebenso bedeutungslos wie sie. Na, ich setze Ziele fest in dieser Welt, die mir vermeintlich das bringen sollen, wonach ich mich so sehr sehne. Ne? Und dann suche ich natürlich auch die Mittel, die mir diese Welt dazu gibt. Ne? Ich habe früher zum Beispiel, habe ich immer in den Frauenzeitschriften gerne diese therapeutischen Ratschläge oder Ratschläge gelesen. Ne? Das sind alles Mittel dieser Welt oder überhaupt alle therapeutischen Techniken und so weiter sind alles Mittel in dieser Welt auch, die Jesus im Kurs Magie nennt. Ne? Alles, was eben von dieser Welt ist, was mir irgendwie mir dazu verhelfen soll, glücklich zu sein, es ist alles eigentlich Magie. Und Jesus sagt, nein, nur Gott kann dich wirklich glücklich machen. Nur dein wahres Selbst, der Himmel, das, was du wirklich bist, kann dir dieses Glück geben, wonach du dich so sehr sehnst. Und das ist in dir. Es ist nicht außerhalb von dir. Es ist so nah. Und deswegen diesen Mangel, der mir immer wieder zu mir kommt, diese Idee des Mangels, die kann ich wirklich dadurch, dass ich mich einfach nur besinne, wo die Antwort wirklich liegt, dass diese Mangel schon allein eine falsche Idee ist, weil ja alles jetzt und hier in mir ist, kann ich dann immer in diesem heiligen Augenblick das auflösen und aufheben und mich davon befreien. Ne? Und dann kommt es irgendwann wieder. Klar, ne? Das Ego gibt nicht auf. Ne? Wer könnte solch sinnlose Mittel einsetzen und hoffen, durch sie irgendetwas zu erreichen? Wohin könnten sie führen? Und was könnten sie erzielen, was irgendeine Hoffnung böte, wirklich zu sein? Dem Eingebildeten nachzugehen führt zum Tod, weil es die Suche nach dem Nichts ist. Und während du das Leben suchst, verlangst du nach dem Tod. Na, ich denke, ich suche das Leben. Na, ich denke, ich suche Party, Party und all diese Dinge, ja. Aber in Wirklichkeit suche, bin ich mir gar nicht bewusst, dass ich dadurch nach dem Tod suche. Ja. Du suchst nach Sicherheit und Geborgenheit, ja, genau, während du in deinem Herzen um Gefahr bittest, wenn ich sie im Außen suche und nicht bei Gott, und um Schutz für den kleinen Traum, den du gemacht hast. Suchen jedoch ist unausweichlich hier. Dafür bist du gekommen und du wirst mit Sicherheit das tun, wofür du kamst. Es ist ganz klar. Wir haben scheinbar den Himmel verlassen. Wir haben diesen Zustand verlassen, in dem uns nichts fehlte, in dem wir alles hatten. Also ein vollkommener Zustand. Es gibt nicht mehr und es kann nicht mehr geben wie den Himmel. Und dann haben wir gedacht, okay, ich schaffe das und
Mach doch noch. Das ist, was eigentlich Jesus sagt hier im Kurs, dass wir mit dem Ego gedacht haben, okay, ich möchte Gottes Thron jetzt usurpieren und Gott beweisen, ich kann es noch besser wie du. Ich mache jetzt was, was ist noch besser, was du gemacht hast. Ja, wie kann das? Es kann ja nur scheitern. Was sonst? Ja. Und dann suche ich Mittel und sogar, was sind denn so die Mittel? Also abgesehen davon, dass wir ja im Außen suchen, das sind die Mittel, aber es sind auch die Religionen, ne? Die Mittel wie Opfer, ne? Meine Güte, was diese Idee des Opferns, ne? Ob Tiere geopfert werden oder was auch immer, Frauen geopfert werden oder ich weiß nicht, was alles geopfert werden musste, um Gott gnädig zu stimmen. Das sind alles wahnsinnige Sachen, ja. Wenn man sich mal überlegt, sogar töten, ja, gibt hier sogar diese Form von Religionen, die sagen, du musst die Ungläubigen töten, damit du zum. Also alles sowas von, sowas Verrücktes, ja. Also, wow, das ist schon, was wir da alles erfunden haben, um uns das zu geben, was. Ja, was das Ego, was wir mit dem Ego alles erfunden haben, ja, wo das Ego uns ablenkt und uns immer wieder versucht, ja. Also wir sind für das Suchen gekommen, aber die Welt kann dir das Ziel, nach dem du suchst, nicht vorschreiben. Es sei denn, du gibst ihr die Macht dazu. Ja, alles, es ist alles in meiner Hand, ja. Ich entscheide mich. Niemand kann das für mich entscheiden oder auch von mir wegnehmen. Es liegt alles in meiner Hand zu 100%. In dem Sinne, dass ich mich dann entscheide, es in Jesu Hand zu geben, beziehungsweise in die Hände des Heiligen Geistes, ja. Aber das muss ich tun. Andernfalls steht es dir noch immer frei, ein Ziel zu wählen, das jenseits dieser Welt und jedes weltlichen Gedankens liegt. Eines, das dir von einer Idee kommt, die du aufgegeben hast, und dennoch in Erinnerung hältst, die alt ist und doch neu, das Echo einer Erbschaft, die vergessen ist und dennoch alles in sich birgt, was du wirklich willst. Na, jenseits dieser Welt ist eine Welt, die ich will. Jenseits der Dualität ist eine Welt der Einheit, die ich will. Und was kann es nicht anders sein wie den Himmel? Na, natürlich suche ich mein Zuhause, was ich so. So verrückt, wie ich war, weggeschmissen habe. Natürlich will ich zu Gott, zu meinem Vater zurück. Natürlich will ich wieder mich erwachen und erkennen, wer ich wirklich bin, dass ich vollständig bin und heil und ganz. Das hat mir auch gestern so geholfen, ja. Ich hatte diesen Trigger und dann bin ich in den Park, bin spazieren gegangen und dann kam immer wieder dieses, ich bin Christus, vollständig. Geheilt und ganz. Und das kam ganz, ganz oft, ja, immer wieder, wie so ein Mantra. Es ist so beglückend, weil es mich befreit und weil es mich verbindet mit der Wahrheit. Ja, können wir nicht scheitern. Sei froh, dass du suchen musst und sei auch froh zu lernen, dass du nach dem Himmel suchst. Wir suchen den Himmel. Wir suchen nichts anderes wie den Himmel. Und das Ziel, das du wirklich willst, auch finden wirst. Wir können da nicht scheitern. Niemand kommt umhin, dieses Ziel zu wollen und es am Ende zu erreichen. Genau, und wenn ich es nicht jetzt will, dann kann ich es aufschieben. Jesus sagt, der Inhalt dieses Kurses, der ist. Also du kannst nicht wählen, du wirst es irgendwann wählen müssen. Die Zeit, in der du ihn machst, du kannst den Inhalt auch nicht verändern. Aber die Zeit, wann du es machst, das steht dir frei. Und da kann ich natürlich jetzt wählen, noch 3 Leben oder sowas oder 5 oder keine Ahnung. Ja. Oder am Ende dieses Lebens könnte ich sagen, ist natürlich die Frage, ob das dann klappt. Oder ich wähle jetzt. Jetzt will ich den Himmel finden. Ja, ich will es jetzt. Ja, und ich finde den Himmel in jedem heiligen Augenblick als Miniatur. Ne? Mit jeder Vergebung, mit jedem Wunder, das ich wirke, ein Stückchen Himmel. Gottes Sohn kann nicht vergeblich suchen, auch wenn er Verzögerung erzwingen und sich betrügen mag und meint, dass er die Hölle sucht. Ne? Ich denke ja,
Ich denke ja, dass ich, wenn ich den Himmel suche, ja, das ist ja etwas, wovor ich Angst habe. Und das berichtigt Jesus mit dem Kurs, dass wir eben diese Angst vor Gott, was die größte Angst eigentlich in uns ist sogar. Ja, deswegen halten wir ja auch so fest hier an dieses, an die, an, an den, an der Welt und an den Körper. Ja, weil wir meinen, da wartet etwas ganz Schlimmes auf uns nach dem, dann, also der Tod überhaupt und so weiter. Und dann, und wenn er sich irrt, findet er Berichtigung. Und wenn er vom Wege abweicht, wird er zu der ihm bestimmten Aufgabe zurückgeführt. Ne, wie auch immer, in welche Richtung auch immer, wenn wir hier in der Welt uns verlieren, der Heilige Geist, der hat seine Mittel, um uns zurückzuführen. Ja. Und dafür ist das Leiden gut, sage ich mal in Anführungsstriche. Wenn wir uns verlieren, dann merken wir leiden, und am Leiden merken wir, okay, irgendwas stimmt da nicht, und da will ich nicht, ja, da will ich nicht bleiben. Das heißt, irgendwie muss es doch eine Antwort geben. Ja, niemand bleibt in der Hölle, denn niemand kann seinen Schöpfer verlassen, noch seine vollkommene, zeitlose und unveränderbare Liebe beeinflussen. Du wirst den Himmel finden. Alles, was du suchst, außer diesem, wird wegfallen. Doch nicht, weil es dir genommen wurde. Es wird vergehen, weil du es nicht willst. Und das ist die Einsicht, ne? Das ist das Wunderschöne, dass der Heilige Geist uns nie manipuliert, nie eingreift, nie aufdrängt, sondern wartet, bis wir von selbst den Himmel wählen. Das er wartet, und er weiß ganz genau, Jesus weiß auch ganz genau, dass wir an den Punkt kommen, wo wir den Himmel wählen werden, nämlich dann, wenn das Leiden genug ist, nämlich dann, wenn wir endlich eingesehen haben, dass das hier alles, wie bedeutungslos und sinnlos diese Welt wirklich ist. Du wirst das Ziel, das du wirklich willst, so sicher erreichen, wie Gott dich schuf, in Sündenlosigkeit. Warum auf den Himmel warten? In der Tat. Er ist heute da. Zeit ist die große Illusion, er sei vergangen oder liege in der Zukunft. Zeit haben wir gemacht mit dem Ego auch, ne? Zeit und Ort haben wir gemacht. Im Himmel gibt es keine Zeit. Es gibt nur eine Zeit, und das ist immer, ewig, also jetzt, immer, immer jetzt. Doch das kann nicht sein, wenn er dort ist, wo Gott will, dass sein Sohn sei. Also der Himmel ist nicht in der Zukunft nach dem Tod, sondern der Himmel ist jetzt. Er ist immer jetzt. Und wenn ich die, niemand kann scheitern, der den Himmel zu erreichen sucht. Niemand kann scheitern, der das Glück zu erreichen sucht. Es ist hier, wo ich bin. Gott wollte, dass der Himmel dort ist, wo ich bin. Wie könnte Gottes Wille in der Vergangenheit liegen oder erst noch geschehen? Was er will, das ist jetzt, ohne Vergangenheit und völlig zukunftslos. Es ist so weit entfernt von der Zeit wie eine winzige Kerze von einem weit entfernten Stern oder wie das, was du wählst, von dem, was du wirklich willst. Ja. Es ist jetzt. Der Himmel bleibt deine einzige Alternative zu dieser sonderbaren Welt, die du gemacht hast, und zu allen Weisen, allen ihren Weisen, ihren wechselhaften Mustern und ungewissen Zielen, ihren schmerzhaften Lüsten und ihren tragischen Freuden. Gott hat keine Widersprüche gemacht. Diese Welt, noch einmal, das ist so wichtig zu begreifen, das ist die Grundlage, auf der der ganze Kurs ruht, dass diese Welt nicht von Gott ist. Gott erschafft keine Dualität, keine Widersprüche, keine Unordnung. Diese Welt ist Unordnung, das ist keine Ordnung. Das kommt nicht von Gott. Ja? Wäre es von Gott, dann wären wir doch wirklich verloren. Dann gäbe es doch keinen Ort der Sicherheit. Ne? Das ist für mich so, der Kurs hat mich zu Gott geführt. Ja, ich konnte nicht an den Gott glauben, den die Schule mich gelehrt hat. Ich konnte es einfach nicht, den die Welt mich gelehrt hat, den ich mich selbst gelehrt habe mit dem Ego. Ja?
Was seine eigene Existenz verleugnet und sich selbst angreift, ist nicht von ihm. Er hat nicht zwei Geister gemacht, mit dem Himmel als der frohen Wirkung des einen und der Erde als der jämmerlichen Folge des anderen, die in jeder Hinsicht das Gegenteil des Himmels ist. Ja, und der Himmel hat kein Gegenteil. Gott hat kein Gegenteil. Das Ego möchte sich als Gegenteil von Gott wähnen und sogar als stärker als Gott. Ja, aber das ist eine Illusion und es lebt nur von unserem Glauben daran. Es hat keine Existenz von sich aus. Deswegen sind wir auch so müde, wenn wir an das Ego glauben und werden krank, weil das einfach alles, ja, nur in den Wahnsinn führen kann. Ja, und währenddessen ist Gott total ruhig und entspannt und gelassen, ja, und er wartet einfach nur mit unendlicher Geduld, der Heilige Geist, mit unendlicher Geduld und auch Jesus. Ja, Zeit ist eine Illusion. Gott leidet nicht unter Konflikt. Auch ist seine Schöpfung nicht zweigespalten. Wie wäre es wohl möglich, dass sein Sohn in der Hölle sein könnte, wenn Gott selbst ihn im Himmel eingesetzt hat? Also lasst uns erwachen aus diesem wahnsinnigen, verrückten Traum der Dualität, denn des Mangels und der Angst. Könnte er denn verlieren, was der ewige Wille ihm als sein Heim in Ewigkeit gegeben hat? Wir wollen nicht noch länger versuchen, Gottes ungeteiltem Zweck, einen fremden Willen aufzuzwingen. Er ist hier, Gott ist hier, weil er hier sein will. Und was er will, ist jetzt zugegen, unerreichbar von der Zeit. Ne? Und solange ich glaube, dass Zeit und Raum wirklich sind, glaube ich, dass diese Welt wirklich ist und kann ich natürlich Gott nicht erkennen, der jenseits von Zeit und Raum ist und der das Einzige ist, was wirklich ist. Dies ist nicht keine Wirklichkeit. Ja, und das sehen wir schon daran, dass es sich ständig verändert. Wie kann etwas, was sich ständig verändert, als Wahrheit beurteilt werden? Ja, Wahrheit muss etwas sein, was verlässlich ist, was immer ist, was stabil ist. Ja. Heute wollen wir kein Paradox anstatt der Wahrheit wählen. Wie könnte Gottes Sohn die Zeit machen, um Gottes Willen wegzunehmen? So verleugnet er sich selbst und widerspricht dem, was kein Gegenteil hat. Er denkt, er habe eine Hölle gemacht, die sich dem Himmel widersetzt und glaubt, dass er in dem weilt, was nicht existiert, derweil der Himmel der Ort ist, den er nicht finden kann. Mit dem Ego glauben wir, der Himmel ist die Hölle und hier ist, das ist der Himmel auf Erden. Wenn wir uns verlieben, dann denken wir, ach, es ist der Himmel auf Erden. Wie lange dauert er an? Nicht lang. Ne, das ist wirklich subtil. Wenn wir nicht glauben würden, dass auf uns die Hölle wartet, sondern wenn wir wirklich verstehen würden, auf uns wartet der Himmel, und zwar, ja, und dies hier ist die Hölle, wenn wir das wirklich kapieren würden, dann würden wir hier nicht länger daran festhalten. Es geht ja um die Anhaftung. Es geht ja nicht darum, dass, es geht ja nicht um eine Todessehnsucht hier. Jesus lehrt doch keine Todessehnsucht. Jesus lehrt die Sehnsucht nach dem Himmel, nach dem Glück, nach dem ewigen Leben, nach dem, was wir wirklich sind, mit ihm gemeinsam. Und dann sagt er auch, vergib mir, ja, was du auf mich projizierst, ja. Du denkst, ich will dir was wegnehmen. Du denkst, ich will, dass du was opferst. Aber du hast den Himmel geopfert. Du hast überhaupt gar keine Ahnung von dem, was du wirklich geopfert hast und hältst an dieser ganzen Kleinheit hier fest. Lass törichte Gedanken wie diese heute hinter dir und wende deinen Geist stattdessen wahren Ideen zu. Niemand kann scheitern, der die Wahrheit zu erreichen sucht. Und die Wahrheit ist es, die wir heute zu erreichen suchen. Und wir wollen heute 3 mal 10 Minuten diesem Ziel widmen und wir wollen darum bitten, dass wir die wirkliche Welt aufgehen sehen, um die törichten Bilder, die uns teuer sind, zu ersetzen durch wahre Ideen, die aufsteigen anstelle der Gedanken, die nicht Bedeutung oder Wirkung und weder ihre Quelle noch Substanz in der Wahrheit haben.
Und dies erkennen wir an, wenn wir mit unseren Übungen beginnen. Also fang damit an. Ich bitte darum, eine andere Welt zu sehen und eine andere Art Gedanken zu denken als die, welche ich machte. Die Welt, die ich suche, habe ich nicht allein gemacht. Und die Gedanken, die ich denken will, sind nicht meine eigenen. Ich kenne diese Kritik am Kurs, genau diese Kritik, ja, das haben mir schon Leute gesagt, ja. Ja, dass das, du musst doch deine eigenen Gedanken, du musst doch nicht ein Buch folgen, ein Buch kann dir das doch nicht geben. Oder ja, so, und das ist ja genau das Ego wieder mit der Versuchung. Nein, das Ego sagt, du musst doch individuell deine eigenen Gedanken denken. Ja, und das ist aber genau das Ziel, was wir eben, das, was wir nicht mehr wollen. Ne? Sondern wir wollen nicht mehr diese Kleinheitsversuchungsgedanken, sondern wir wollen die Wahrheitsgedanken. Wir wollen und erkennen in Demut, in absoluter Demut, dass wir zurücktreten müssen und uns vom Heiligen Geist die Gedanken schenken lassen, die den Mangel, die ganze Idee von Mangel und die ganze Idee von Angst und so weiter in uns beseitigen, befreien, ja. Beobachte daraufhin deinen Geist einige Minuten lang und sieh, auch wenn deine Augen geschlossen sind, die sinnlose Welt vor dir, die du für wirklich hältst. Sieh dir auch die Gedanken an, die mit einer solchen Welt vereinbar sind und von denen du glaubst, sie wären wahr. Dann lass sie los und lass dich tiefer sinken, unter sie hinab, an jenen heiligen Ort, wo sie keinen Einlass finden. Und jetzt sagt er, es gibt in deinem Geist unter ihnen eine Tür. Also unter all dem, was ich gemacht habe, unter all den Gedanken, unter all den Bildern, die ich gemacht habe, gibt es eine Tür, die du nicht vollständig verschließen konntest, um zu verbergen, was dahinter liegt. Suche nach dieser Tür und finde sie. Ja. Suche nach dieser Tür und finde sie. Die Tür ist in mir. Ja? Und ich schaue mir an, was mein Ego mir da so bringt an Gedanken. Oh, ich muss doch das machen und das und ich müsste doch und hier dieser Mangel und wenn ich das hätte. Ach, ich gehöre ja nicht dazu. Die anderen alle und ich aber nicht oder ach und so weiter. Diese ganzen Gedanken, ich kann das nicht. Und diese Versuchen, das sind alles Versuchungsgedanken, alles Gedanken des Ego. Es sind keine wahren Gedanken. Das sind unsere eigenen Gedanken. Und daran gehen wir vorbei. Wir gehen daran vorbei. Und ja, über dieser Tür, all die Bilder und Gedanken, die wir gemacht haben, alleine mit dem Ego, die können sehr, sehr viel sein. Sehr viele können das sein. Und je mehr es sind, umso länger dauert es, bis wir durch diesen Schleier, das ist ja dieser Schleier, diese Wolke, hindurchgehen. Aber an Jesu Hand, wir können Jesu Hand nehmen und mit ihm an all diesen Dingen vorbeigehen. Keinen Glauben mehr an diesen schwächelnden Gedanken, an diese Gedanken, die uns nur Schwäche vermitteln wollen. Ja, unsere Stärke ist Gottes Stärke, mit der wir diese Übung unternehmen und zu dieser Tür kommen. Ja, die unter all dem liegt. Ja. Und diese Tür können wir finden. An Jesu Hand. Mit Gottes Stärke. Und es wird immer stiller, wenn wir uns wirklich diese Zeit nehmen und uns hinsetzen und wirklich erlauben, still zu sein, die Welt ausschalten mit all ihren Versuchungen, die Stimmen alle
in die Hände des Heiligen Geistes legen, einfach daran vorbeigehen. Und dann wird es stiller, es wird stiller. Und eine Ruhe, ein Frieden tritt ein. Ein Augenblick von Frieden, ein Augenblick von Heiligkeit außerhalb von Zeit und Raum. Ja, wirklich ein Frieden. Gottes Antwort ist immer eine Form von Frieden. Ja, und darin liegt ein Glück. Wenn man dahin kommt, da kommt ein Gefühl von Freude. Hier ist Ruhe, hier ist Stille. Hier ruhe ich in Gott. Ja. Und nichts außer diesem hat jetzt eine Bedeutung. Kein anderes Ziel gibt es, das du jetzt wertschätzt oder suchst. Nichts, was vor dieser Tür liegt, willst du wirklich. Und du suchst nur, was dahinter liegt. Strecke deine Hand aus und sieh, wie leicht die Tür sich öffnet, wenn du nur diesen einen Zweck verfolgst, hindurchzugehen. Engel erhellen den Weg. Na, Engel, ja? Jesus spricht auch von Engeln im Kurs. Einer der wenigen Stellen, es sind nicht viele, ich glaube fünfmal oder ich weiß nicht wie viel, aber ja, er spricht von Engeln. Engel erhellen den Weg, sodass alle Dunkelheit schwindet und du in einem Licht stehst, das so hell und klar ist, dass du all die Dinge, die du siehst, verstehen kannst. Du kannst heute nicht scheitern, denn mit dir geht der Geist, den dir der Himmel sandte, damit du eines Tages dieser Tür dich nähern und mit seiner Hilfe mühelos durch sie schlüpfen und ins Licht eingehen kannst. Und es ist ein Licht, das die Wahrheit spiegelt, die du gekannt und nicht ganz vergessen hast, als du fortgegangen bist in Träumen. Nur in Träumen. Heute hält Gott sein Urversprechen an seinen heiligen Sohn, wie auch sein Sohn sich an das Seine erinnert, das er seinem Vater gab. Dies ist ein Tag der Freude, denn wir kommen zur festgesetzten Zeit und an den festgesetzten Ort, an dem du das Ziel all deiner Suche hier und aller Suche der Welt finden wirst, die zusammen enden, wenn du die Tür durchschreitest. Die Zeit der Erlösung ist gekommen. Der heutige Tag wurde vom Himmel selbst zu einer Zeit der Gnade für dich und für die Welt bestimmt. Und solltest du diese glückliche Tatsache vergessen, dann rufe sie dir hiermit wieder in Erinnerung. Hier haben wir Gedanken, die uns helfen am Tag. Heute suche und finde ich alles, was ich will. Mein ungeteilter Zweck schenkt es mir. Niemand kann scheitern, der die Wahrheit zu erreichen sucht. Ja, und das ist die klare, klare Ausrichtung. Es ist, ja, es ist die Ausrichtung auf ein Leben für die Wahrheit, auf ein Leben für den Frieden Gottes, für das Glück Gottes, für die Erbschaft, die auf mich wartet und die ich immer jetzt antreten kann. Immer jetzt. Ja, danke Gott. Sei gesegnet.